Hi, wir vom Crosse TV-Team sind heute im SFG-Gebäude. Ich stehe jetzt gerade vor Frau Dr. Weißköppels Büro. Wir gehen gleich mal rein und holen uns ein paar Informationen zum Austauschprogramm Erasmus. Erasmus ist entstanden im Grunde durch die Europäische Gemeinschaft und die Verständigung untereinander, dass man vor allen Dingen junge Leute mobil machen will innerhalb Europas. Und dass man in der Hinsicht vor allen Dingen Studierende in dieser Mobilität innerhalb Europas fördern will. Konkret eben durch verschiedene Partnerschaften zwischen Universitäten in Europa. Also so ganz grob. Und das Programm ist konsequent bilateral. Das heißt, es gibt immer sozusagen Partnerschaften zwischen Universitäten. Also wir als Institut für Ethnologie und Kulturwissenschaften haben Partnerschaften mit Universitäten in Frankreich, in Spanien, in der Türkei, Schweden, was haben wir noch, Slowenien. Also sozusagen, dass es immer eine nationale Zuordnung gibt und dann sozusagen die lokale zu den die Partnerschaften zwischen den zwei Universitäten, zwei verschiedener Länder. Kriterien würde ich erstmal sagen, vor allen Dingen Interesse und Neugier an einer europäischen ausländischen Universität zu studieren, das eigene Fach möglichst. So laufen ja auch meistens die Partnerschaften zwischen den Fächern. Und das ist für uns das Wichtigste, also dass in der Bewerbung eben ein Motivationsschreiben dabei ist, wo das daraus hervorgeht. Also Interesse an der anderen Universität, das heißt an dem anderen Land, damit verbunden häufig auch andere Fremdsprachenkenntnisse oder die entsprechend dadurch zu erwerben oder zu verbessern. Das sind eigentlich die wichtigsten Kriterien. Es gibt sozusagen klassisch die Papierversion an die jeweiligen Erasmus-Beauftragten in den Fächern. Also ich bin das eben für QWI. Und zeitgleich machen sie eine Online-Bewerbung auf Mobility Online. Das ist sozusagen ein spezielles Portal, was vom International Office betreut wird. Und was sozusagen dann den ganzen Prozess von der Bewerbung bis zur Annahme, bis dann zum Einstellen von Zeugnissen und so weiter weiterläuft. Alle, die sich bewerben, kriegen auch einen Platz. Es ist nur manchmal der Fall, dass sie nicht den Platz der ersten Wahl kriegen. Deswegen muss man immer auch erste und zweite Wahl angeben. 10 oder 12 Verträge. Es kommen dann ab und zu mal neue dazu. Jetzt hatten wir eine Anfrage aus Griechenland. Dann haben wir eine aus Litauen, so, da muss man jetzt eher dafür sorgen, dass wirklich da auch Studierende hingehen. Ein Free Mover nennen wir die, die sozusagen das ganz selbstständig machen. Und das ist vor allen Dingen dann für die Länder außerhalb Europas. Finde ich immer ganz wichtig, dass man damit Erfahrung macht. Alltagsorganisationen im Ausland, das sind hört sich immer alles so einfach an, ist es aber oft gar nicht. Da ist man ganz schön gefordert. Das alles in einer fremden Sprache und naja. Aber es gibt natürlich Beratung dazu vom International Office. Dann gibt es so Erasmus-Netzwerke vor Ort, die da sehr viel weiterhelfen können. Und das empfehle ich immer, sich mit den Studierenden zu vernetzen, die schon da waren. Und sozusagen Erfahrung auszutauschen oder die wissen dann zum Teil noch, können ihre eigene Wohnung gleich weitergeben oder haben einfach die aktuellsten Tipps. Und in den letzten Jahren ganz klar Istanbul, Türkei, war ein echter Run drauf. Bei uns gehen auch gerne die Plätze in Ljubljana, also Slowenien, weg. Es ist so ein bisschen unbekannter. Spanien ist bei uns auch immer sehr attraktiv, also weil das viele Leute Spanisch eben aus der Schule mitbringen und dann ihre Spanischkompetenzen auch auffrischen wollen. Ich finde das einfach eine ganz tolle Möglichkeit heutzutage, im Studium Auslandserfahrung zu sammeln, weil es eben tatsächlich finanziell unterstützt wird, so zwischen 100 bis 150 Euro, der sogenannte Mobilitätszuschlag. Und in dem Sinne, das finde ich toll.